Landgrabbing bedroht in vielen Staaten die Lebensgrundlagen und die Nahrungsmittelversorgung der einheimischen Bevölkerung. Die legale und illegale Aneignung geschieht durch Kauf, Pachtung und Raub von Flächen. Häufig bewegen sich die Akteure in gesetzlichen Grauzonen zwischen traditionellen Landrechten und kapitalistischen Eigentumsverhältnissen. Zu den Ländern, die von Landgrabbing besonders betroffen sind, gehört Sambia. Das dorfnahe Gelände befand sich traditionell in Gemeinschaftsbesitz und war nicht veräußerbar. Die britische Kolonialverwaltung änderte dies vor knapp 100 Jahren. Sie erklärte die profitabelsten und fruchtbarsten Gebiete zu königlichem Territorium. Die weiße Obrigkeit erzwang dort die Ausbeutung von Bodenschätzen und den Anbau von Agrargütern. Nach der Unabhängigkeit Sambias 1964 verstaatlichte die erste Regierung sämtliches Land. Von nun an verwaltet der Präsident die Flächen und der jeweilige Gemeindevorsteher überträgt die Parzellen. So erhalten die ansässigen Familien temporäre Landnutzungsrechte, aber keine Eigentumstitel. Seit Generationen leisten die Kleinbauern traditionelle Feldarbeit mit Fruchtwechsel und Brache. Mit Brandasche reichern sie die meist ertragsarmen Böden an. Die Ernte versorgt Familien, aber auch die Dorfgemeinschaft. Darüber hinaus verkaufen sie ihre Erzeugnisse an Zwischenhändler und auf lokalen Märkten. Heute leben 3/4 der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Doch ihre Lebensgrundlagen haben sich im Zuge neoliberaler Wirtschaftsreformen in den 1980er Jahren verändert. Bis heute wandelt der Staat schrittweise Gemeindeland in Pachtland um. Rund 1/3 wurde bislang zur Ware. Eine Behörde regelt die Übertragung an die Privatwirtschaft. In 2006, the government enacted the Zambia Development Agency ZDA Act to foster economic growth and development by promoting trade and investment. Der Staat bietet gegenwärtig in allen Provinzen fruchtbare Ackerflächen an, insgesamt über 1 Million Hektar für 99 Jahre. Vor allem Agrarkonzerne zeigen Interesse. Hinter ihnen steht oft ein undurchsichtiges Netz aus Anteilseignern und Investoren. So profitieren Unternehmen, Banken und Fonds von niedrigen Pachtgebühren, Löhnen und Umweltstandards. Yeah.
Landgrabbing verändert die kleinbäuerliche Ökonomie. Immer mehr Familien müssen mit schrumpfendem Landbesitz oder kargen Flächen auskommen. Andere sind bereits landlos und müssen sich als Tagelöhner betätigen, zumeist in industriellen Großfarmen. Heute leben 2/3 der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. In ertragreichen Regionen befinden sich die Farmen von Agrivision Africa, Sambief und Amateon Agri. 3 Konzerne, die im Nahrungsmittelsektor stark expandieren. Ihre primären Erzeugnisse sind Mais, Weizen, Soja, Palmöl und Rindfleisch. Sambief wurde 1994 gegründet und besitzt heute mehr als 100.000 Hektar Land. Seine Waren vertreibt der Konzern über ein eigenes Einzelhandelsnetz. Since its incorporation as a small-scale startup business, Zambief has, through both organic growth and acquisitions, become one of Zambia's largest agribusinesses, with annual revenues of approximately $250 million and currently employs over 5,000 staff. Zambief was listed on the Lusaka Stock Exchange in 2003 and only carried out its first equity capital raise in 2008. Im Distrikt Mpongwe befindet sich ein ehemals kolonialer Farmblock. Hier kaufte Sambief 2010 mehrere Agrarbetriebe von einem Unternehmen, das die Vertreibung der Gemeinde Mimbolo zu verantworten hat. Die Bewohner verloren ihre Häuser und 4000 Hektar Anbaufläche ohne Entschädigung. Paul und seine Familie leben heute in der Nähe ihres alten Grundstücks. Seit über 10 Jahren kämpfen die Bewohner Mimbolos für die Rückgabe des Gemeindelandes. So, ich rede Karipa Chakurandati, Erotuare Isura Landi, Varisa Tuevo Kurandati Nimpanga, Yamfum. So, Apatua Tuaba, Murand Tuasawa Winakuai Kot, then in Omba. Nach dem umstrittenen Urteil wurde die Gemeinde ein zweites Mal vertrieben, kurz bevor Sambief das Land übernahm. Die meisten Kleinbauern bezogen daraufhin eine Barackensiedlung. Neben der gesicherten Farmanlage Sambiefs leben sie ohne Ackerland in extremer Armut. Die Expansion des Unternehmens wurde auch durch hiesige Kredite gefördert. Willkommen bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft.
Wir gehören zur KfW, einer der führenden Banken Deutschlands. Seit 50 Jahren fördern wir unternehmerische Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern und tragen so dazu bei, Armut weltweit zu mindern. Unter dem Leitsatz DEG unterstützt Grundnahrungsmittelproduktion in Sambia flossen 20 Millionen Euro in die Konzernkasse. Unternehmen wie Sambif, Agrivision und Amateon stehen für ein Geschäftsmodell, das Besitzkonzentration und Bodenspekulation beinhaltet. Sie verfügen über immense Flächen, wovon der Großteil unbewirtschaftet bleibt. Sambif will weiter expandieren und versucht, Kleinbauern vom traditionell übertragenen Land zu vertreiben. Bantu ba Zambifi bale esapa nana bakapokola nemfuti okubatsi batufumye pano ufume powe bona bana ba 7 nomba mwe butye ko ndei pushets abana 7 kusoko nkaba sungira nomba bushaba ba Zambifi mwe butye ko muntu basimisha kwa sibese kuno mukutabira fo ba mayanda ne kutulo paula nifinde foto wa chitapanta tukele pumpanga ya kampani tulikele mumpanga iya mfumu basinya chifu ndubeni kuno kwa ba munkumpo. Das System der Landvergabe ist intransparent. Häufig wissen Betroffene nicht, dass ihnen die Fläche offiziell nicht mehr zur Verfügung steht. In mehreren Fällen wurden diese illegal, also ohne Zustimmung der Gemeinde, gewinnbringend verpachtet. Eingezäunt von Farmen liegt die Gemeinde Ngamwa. Die Häuser baute das Eisenbahnunternehmen Tazara neben den Gleisen. Mehrere sind heute Eigentum von Bewohnern. Laut Berichten drohte Agrivision vor kurzem die Räumung der Siedlung an. Das Unternehmen behauptete, die Dorffläche von Tazara gekauft zu haben. Wala futi amaya andana inabale foku tutobera nomba tukalai kala kusapantwa fyashi besomba tushani muno mwene bali fobale bomba mtazala songa batobera apa kuikala twala chula sanso tulomba buteko butuafirisho kwa bati Agrivision besitzt in Sambia 18.000 Hektar. Davon 4.000 in diesem Soja- und Weizenanbaugebiet. Der Konzern beansprucht nun auch das kleine Feld der Gemeinde. Armut und Reichtum liegen dicht beieinander. Agrivision gehört zur Investmentfirma Chaiten Africa. Letztere hat ihren Firmensitz im Steuerparadies Mauritius. Die Anteile an Agrivision hält neben den beiden Investmentunternehmen SEDA und Norfund die Weltbanktochter IFC.
Agrivision was a wonderful swing, and we take our hats off to that management team. It's been very, very difficult in Zambia, and they delivered a wonderful profit. We think the investment is well embedded, and we'll look forward at the next year or two to see whether we can grow from that. In der Gemeinde ist die Versorgungslage katastrophal. Es gibt nur eine Pumpe für über 50 Familien. Das Trinkwasser ist durch den weitflächigen Pestizideinsatz kontaminiert. Für die medizinische Versorgung und den Schulbesuch müssen die Bewohner weite Wege zurücklegen. Die inhumane Behandlung durch Agrivision spiegelt sich ebenso in den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung wider. So erhalten die ansässigen Gelegenheitsarbeiter nicht einmal den Mindestlohn. Die meisten Angestellten leben innerhalb der Farmanlage. Sie beklagen die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Aber auch uns wird der Zutritt untersagt. Auch deutsche Institutionen beteiligen sich an diesem Projekt. Der auf die afrikanische Landwirtschaft ausgerichtete ATIF-Fonds hat Agrivision 8 Millionen Euro überwiesen. Der Fonds hat seinen Sitz in Luxemburg und ist steuerbefreit. Hauptgeldgeber sind das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie die Deutsche Bank. Die Beteiligten sprechen wörtlich davon, das Potenzial des afrikanischen Agrarsektors zugunsten der Armen zu erschließen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Investieren will auch ein deutsches Unternehmen. Eine halbe Milliarde Euro soll ins südliche Afrika fließen. Welcome to Amatheon Agri. We are a European agribusiness and food company, headquartered in Germany's capital, Berlin, operating in Africa, which is one of the most promising and highly profitable markets in agriculture today. Amatheon ist zum zweitgrößten Fleischproduzenten in Sambia aufgestiegen. Auf 40.000 Hektar Pachtfläche betreibt das Unternehmen Tierhaltung und Futtererzeugung.
Derzeit entstehen zwei Staudämme. Sie sollen den Anbau in der Trockenzeit garantieren. Amatheon will weitere Farmen aufkaufen und verschärft so die ungerechte Landverteilung. Amatheon bewirtschaftet 3/4 ihrer Fläche nicht, darunter Hang- und Waldflächen, die für die industrielle Landwirtschaft ungeeignet sind. Trotz der riesigen Brache verbietet der Konzern die Nutzung. Kleinbauern dürfen nicht anbauen, Arbeiter keine Unterkünfte errichten. Die Zahl der Beschäftigten ist aufgrund des hohen Mechanisierungsgrads gering. Laut Amatheon sollen auf insgesamt 60.000 Hektar, vergleichbar mit der Größe des Bodensees, 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Schon heute sind die meisten als Gelegenheitsarbeiter tätig. Viele ansässige Kleinbauern und Farmarbeiter leben in Armut. Unzureichende Arbeitsrechte, niedrige Löhne und Landlosigkeit bedeuten Abhängigkeit von einem Konzern, der Millionengewinne erwirtschaften will. Sambia und Deutschland haben sich verpflichtet, das UN-Recht auf Nahrung zu garantieren. Die dokumentierten Beispiele verstoßen gegen diesen Vertrag. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die öffentliche und private Finanzierung von Agrarkonzernen und deren Marktstrategien. Durch Firmenübernahmen und Fusionen kontrollieren sie die Wertschöpfungskette. Von Erzeugung über Verarbeitung bis zum Vertrieb. Die Produkte richten sich an die wohlhabende Mittel- und Oberschicht. Landgrabbing bedeutet aber auch Bodenspekulation. Riesige, ungenutzte Flächen befinden sich als Kapitalanlage im Besitz von Konzernen. Leidtragende dieses neokolonialen Agrarmodells sind Kleinbauern und die hungernde Bevölkerung. Sie fordern das Ende von Landkonflikten und Vertreibung und eine Politik, die nicht Großinvestoren und Anteilseigner begünstigt, sondern Ernährungssouveränität ermöglicht. Diese Selbstbestimmung umfasst gesicherte Landrechte und die Förderung lokaler Vermarktungswege.